Hallöchen, meine lieben Zuschauer, zur Episode Nummer 237. Wir sind direkt wieder bei einem Pflichtspiel. Gerade hat die Saison erst geendet. Und ich frage mich wirklich, jetzt ohne Witz, wann haben wir denn mal auch Urlaub? Also die Spieler, kriegen die auch mal Urlaub? Und dann müssen die jetzt hier 2 Jahre durchspielen. Das wäre hart. Außer jetzt mal ein bisschen Winterpause, ne? Aber ansonsten gar nichts. Naja, aber der Fußball... Spielplan ist ja sowieso nicht immer sehr spielerfreundlich, kann man sagen. Teilweise müssen die schon viel aushalten. Gut, einige rechtfertigen das, die kriegen viel Geld. Ist ja das ein bisschen anders. Es sind trotzdem Menschen. Viel Geld ändert nicht daran, dass man Mensch ist. So. Wobei, das ist kein so schwacher Verein, aber auch die sind stark genug. Auch die sollten es schaffen. Man sieht, ich lasse gerade die Leute spielen, die etwas weniger Spielpraxis haben. Jaden. So. Ja, also noch hier Diogo. Neil White, vielen Dank fürs Raiden mit 4 Personen. Vielen Dank. Ich habe gerade wirklich darüber geredet, ob ich jemanden hier raiden sollte, wenn ich gleich einen Stream beendet habe. Ich werde mit dich merken und wenn ich irgendwann mal vor dir den Stream beende, dann kriegst du den Raid zurückgeschenkt, praktisch. Gut. Die Webcam wird gerade wieder unscharf. Und Momentus. So. Jetzt bin ich wieder scharf. Und auch vielen Dank für deinen Follow. Hut wird gezogen, wie immer. Die dentöse, popöse Hütchen. Die man nicht sieht, aber... Ne? So, let's go. Viele Spieler mit wenig Spielpraxis, aber das nutzen wir dafür. Abend, Lely95, auch an dich. Vielen Dank, ich denke mal, du kommst von Nino White fürs Mitraden. Ich wünsche natürlich auch einen wunderschönen Abend. Dann hätten wir jetzt 176 Follower. Gar nicht mal so viele bis 200. 177. Vielen Dank fürs Followen, Lady. Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, der Stream war bis dato schön. Hat viel Spaß gemacht. Nino, ich habe gerade die 6. Saison beendet. Das ist praktisch jetzt eigentlich die Sommerpause. Weil ich die Champions League gewonnen habe, habe ich halt in der Sommerpause die Club WM. Auch interessant natürlich. Cenk, wunderschön raus auf Jadon Sancho. Cenk, Felix Paslak. So. Und auch für euch kurz der Hinweis ist, dass es halt eine Let's Play-Karriere, die ich halt immer hier live zocke und dann aufnehme und dann auf meinen YouTube-Kanal hochlade. Damit wäsche ich das Ende ist wieder zurück in die Spur gefunden, schreibt Nino White. Okay. Auch eine längere Karriere oder... Gerade ist angefangen. 7 Zuschauer. Vielen Dank. Für die Waits. In Raidistan. Afonso. Der immer noch unseren verletzten Erling Haaland vertritt. Und das auch ganz gut gemacht hat in dem Pokalfinale und der Champions League. Das war schön. Den gerade erst angefangen, war davor mit dem HSV schon in der Saison 27-28. Ja, okay. Ich habe einen privaten Stage mit Lech Posen in Polen, Sancho. Da bin ich in der Saison 2041. Also auch ganz schön weit. Ich weiß nicht, warum mein Bot gerade diese Nachricht von mir zurückhalten wollte. Aber gut. Vielleicht ist HSV bei mir verboten als Wort. Stell ich mir gerade so vor. Du hast HSV geschrieben. Du wirst gebannt. Ich muss wirklich mich mal an den Bot reinsetzen. Oder einen Moderator mal bitten, dass er mal kurz reinguckt. Nee, gerade. Ah, okay. Ja. Ja, Nino. Das ist schon sehr streng. Sagen wir mal so. Naja, so, um darauf zu kommen,
Ihr wisst was, meine lieben Zuschauer. Ja. Ach, Luca, da kann er auch noch spielen. Stimmt. Ja, er ist ein krasser Bot. Das stimmt. Das stimmt. Den hat mein Moderator sehr hart eingestellt. Ich sag schon seit einigen Tagen, ich muss mich mal daran setzen, den ein bisschen zu lockern. Was anderes konnte ich mir nicht vorstellen. Na, ist auch nicht. Entweder das oder wirklich HSV. HSV ist verboten. Cenk, Felix. Das Gute ist gerade, dass wir hier direkt spielen, ohne Pause. Meine Spieler sind noch mittendrin. 2-1. Ein bisschen enger wird's hier. So könnte man Eder reinbringen. Ne, wobei, muss man nicht. Muss man nicht unbedingt. Wir schaffen es auch so. Hoffentlich. Mal ein bisschen höheres Tempo. Das nächste Spiel ist gegen Club Lyon. Ist das nicht in Mexiko? Ha, ich kenne mich in Mexiko aus. Oh, auf der Linie geklärt von Arthur Zagreb. Schön, Felix. Schon 4 gelbe Karten. Wir sind ganz schön hier hart am Spielen. Obwohl, wir haben auch schon mit 2 gelben Karten oder so. Wieder die Brasilianer. Spielen mehr über die Flügel, auch wenn wir das geklärt haben. Trotzdem mache ich mal die Verteidigungsbreite auch breit. Diogo auf Afonso, die beiden Portugiesen. In die Mitte schön. Sancho, Cenk. Immerhin mal wieder ein Angriff von uns. Ist natürlich riskant, aber wie gesagt, die Spieler sind nicht alle fit. Auch die Kondition, wie man sieht, ist nicht die allerhöchste. Aber ihr seht diesen Wettbewerb jetzt auch nicht mit hundertprozentiger Ernsthaftigkeit. Zumindest nicht in der Gruppenphase. So, das wird kein Elfmeter sein. Das auf jeden Fall nicht. Konnte man klar und deutlich sehen, dass das keiner war. Zehn Minuten noch. Rodrigo. Nicht gut gespielt. Aber jetzt, wo wir ein bisschen breiter verteidigen, kommen die Brasilianer weniger zum Zuge. Mané, Arthur, gerade mal so. Ich muss sagen, unentschieden wäre verdient und da ist auch der Ausgleich. Da müssen wir halt gegen Lyon so hoch gewinnen. Im Club Lyon. Oder Lechon, denke ich mal eher. Das ist trotzdem recht. Sollte dann auch klappen. Die Spieler haben jetzt auch viel mehr Spielpraxis in dieser Partie. Ein bisschen Spannung. Gibt Schlimmeres. Jogo, wunderschön raus auf Felix. Sancho. Ganz gut pariert. Wie heißt er, der Keeper?
Montero. Wurde mal Fehler von dem Keeper aus Brasilien. Ich weiß nicht, ob er Brasilianer ist. Montero hört sich zum Beispiel ja kolumbianisch an. So, 2 zu 2. Ja. Aber 4 Tage. Jaden Man of the Match. Sieht doch jetzt viel besser aus, ne? So, dann wollen wir mal weitergehen, die 4 Tage. Vielleicht kommt in der Zeit ja wieder ein Angebot für Felix Paslak, den wir für viel, viel Geld verkaufen wollen. Ah ne, der ist ein CD Lyon. Ich sagte Club Lyon. Lechon. CD Lechon. Ich finde es aber trotzdem wirklich blöd gesetzt, dass sie überhaupt keinen Urlaub haben. Oder werden die danach eine Woche Urlaub kriegen? Oder 5 Tage oder 3? Vielleicht dürfen die ja mal eine Kurzreise an Nordsee machen. Und in Ostsee. Für ein Wochenende. Wäre ja mal was. So, nochmal versuchen, Felix an niemanden zu bringen. Ich bleibe bei der Ablöseforderung. 36 Millionen bietet Köln und will aber nicht mehr bieten. Das ist schade. Und versuchen wir, wenn die 50 Millionen zahlen. Ne, wollen die nicht. Es gab Vereine, die so viel zahlen wollten, deswegen werden wir es weiterhin versuchen. Ja, Supercup ist auch noch. Also wo sollen die Urlaub kriegen? Am 13. August schon Supercup. Das ist schon mega hart. Shane Phillip. Ganz gut auch. Sage, er will bestimmt einen neuen Vertrag. Ja, gut, sehr gut. Konnte man erstmal abwenden. Perfekt. Ich freue mich auf die drei Neuzugänge. Die sind alle sehr, sehr interessant. Und natürlich auch alle noch relativ jung. So, die Mannschaft Aschraf ist noch bis zum 19.07. weg. Ui, einen Monat noch. Nö, Arthur spielt noch. Ich will jetzt auch nicht so viel ändern. Wobei, es stimmt, die Kondition. Auf die muss ich natürlich achten.
Ja, das wäre auch blöd, wenn ich sie jetzt spielen lasse. Obwohl die überhaupt keine Kraft haben. Die müssen ja auch mal verschnaufen. Dürfen die aber nicht. So, Cenk, Immanuel und Felix müssen dann da durch. Krass. Wie hat denn Lyon die erste Partie gespielt oder haben wir noch gar nicht? Noch gar nicht. Also müssen wir, wie gesagt, sehr hoch gewinnen, damit es hier ganz gut aussieht. Mit einem Sieg können wir uns schon fürs Viertelfinale qualifizieren. Wirklich? Aber wenn die gewinnen gegen Lyon, haben die auch 4 Punkte. Und je nachdem würde ich mal sagen, direkten Vergleich gibt es nichts auf neutralem Boden. Es gab keine Heimmannschaft, keine Auswärtsmannschaft. Ist Sergio der Vorgeschobene? Ja. Ja, richtig. Sandro mit viel Platz. Danke übrigens immer noch an die 3 Zuschauer, die jetzt um 1:30 Uhr nachts dabei sind. Vielen Dank. Könnt gerne mal kurz auch in den Chat reinschreiben, Hallöchen, so damit ich weiß, wer da noch dabei ist. Würde ich mich freuen. Wenn jemand Neues dabei ist. Ich freue mich auf jeden einzelnen von euch. Warum ist jetzt einfach der Stallensound weg? Ah, da bist du wieder. Okay. Mamba. Extrem hohes Tempo mit nicht so... Deren Kondition ist perfekt. Alle Stadionzuschauer sind rausgelaufen. Man hört nichts mehr. Interessant. Interessante Atmosphäre. Arthur kommt gleich für Felix rein und ja, im offensiven Mittelfeld muss ich auch mir irgendwas überlegen. Afonso, Vorlage Gomez. Da ist er wieder drin und direkt wurde wieder ein Scorerpunkt. Komisch, wie das anhört, ne? Ah, jetzt hat man die mal wieder. Ja, die beiden. Auf die kann man sich für immer verlassen. Super. Jetzt Arthur für Felix. Offensiv gibt es da niemanden, der fit ist. Trotzdem würde ich mal... Ja, wie machen wir das? Rodrigo für Cenk. Sergio kann ja etwas offensiver spielen. Ist ja eh, denke ich mal, etwas für ihn. Und im Sturm. Nehmen wir Kouassi und Diogo dafür nach rechts. So. Nicht optimal, aber... Ist halt so.
Knapp. Jo, natürlich im Abseits. Tempo muss nicht mehr ganz so hoch sein. Ein, zwei Tore würde natürlich die Chance erhöhen. Sofern es am Ende wirklich auf die Tordifferenz ankommt, dann weiterhin noch im Wettbewerb zu bleiben. Sehr schön. Tor Nummer 3. Das erhöht natürlich unsere Chancen ungemein. Augusto Caruso. Sieht ganz ordentlich aus. Hat mich gerade ein bisschen gewundert, dass er bei dem Schuss von Ansu nichts gemacht hat. Naja. Sieben Duell auf den Beinen bleiben. Keine gelben Karten mehr riskieren. Warum auch? Alves, Vasquez, Oros. Die lachen aus Mexiko. Ich mag es aber, gegen solche Vereine spielen zu dürfen. 3-1. Nee, dann wieder ein bisschen höher. Extrem hoch sogar. Nee, noch viel höher. Ach, Luca, warum machst du so einen Fehler? Unnötigerweise. Natürlich sind wir in Sachen Konditionen nicht auf der Höhe, aber wir konnten uns nicht erholen. Es ist einfach so. 2 Wochen vorher Champions League Finale, 3 Wochen vorher Pokalfinale, 4 Wochen früher. Gerade ist die Bundesliga beendet. Hatte ich schon nicht unbedingt das Beste. Auch nicht gegen vermeintlich leichte Gegner. Da sieht man. Am Anfang ist top und nach der Zeit verlieren wir immer mehr den Faden. Sind unkonzentriert. Jetzt könnte es knapp werden, natürlich. Mein Sieg von Palmeiras ist jetzt, glaube ich, eine SCP. Mit 2 Toren Unterschied sind wir draußen. Da sah mein 3-0 schon deutlich besser aus. Aber Lechon scheint auch nicht so schwach zu sein, also können wir mal hoffen, dass sie vielleicht ganz gut dagegen halten können. Würde uns ganz gut tun. Sollen wir gewinnen? Schöner Sieg. Das ist über 90 Minuten nicht so gut, aber bei der Kondition absolut in Ordnung. Dann wollen wir noch mal kurz ein paar Tage weitergehen und gucken, wie die am 26. spielen werden. Dann wissen wir das. Immerhin können die 3 Neuzugänge ein bisschen sich erholen. Die werden ja hoffentlich auch Urlaub kriegen. Passt überhaupt gar nicht, was ich gerade mit meinem Kopf mache, ne? Das ist kein Haardruck. Ja, 39 Tage Supercup. Wobei, eventuell könnten wir noch ein bisschen Pause machen, ne? 1, 2 Wochen. Ich hoffe, sie kriegen auch diesen Urlaub. Also Zach Greenwood. Einer unserer zahlreichen Australier.
Na toll, in 13 Tagen haben wir ein Testspiel. Dazu eventuell noch Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Club-WM. Ja, moin. So, Lechon gegen Palmeiras. 1-2. Wir dürfen weiter sein. Ja. Gerade noch so ein Tor mehr und wir hätten es nicht geschafft. Gut. Das war's dann. Gucken wir noch kurz, wenn wir im Viertelfinale spielen. Barcelona. Ja, das ist doch mal ein schönes Viertelfinale. Real, PSG, Dortmund, Barca, Liverpool, Man U. Das sind alle Viertelfinalisten. Im Halbfinale kommt dann wer noch dazu? Vielleicht der Gastgeber aus Rumänien, okay. Aber schon schade, dass nur die großen europäischen Vereine weiter sind. Aber so ist das halt. Europa ist da mit Abstand natürlich die Nummer 1. Vielen Dank fürs Zugucken. Morgen geht's dann weiter gegen Barcelona. Vielleicht dann noch Halbfinale, Finale. Wäre schön.